Was ist eine Lost Art Promotion? Das ist eine Promotion, die Konami im Jahre 2018 ins Leben gerufen hat, um auf der einen Seite lokale Kartengeschäfte zu unterstützen beim Verkauf von Yu-Gi-Oh! Produkten, als auch um Karten in das TCG mit Artworks zu bringen, die bisher so nicht die Möglichkeit hatten, bei uns so zu erscheinen. Während das der primäre Fokus von 2018 bis Anfang 2020 war, sieht man anhand der erheblich gestiegenen Mengen an Promos seit Mitte des Jahres 2020, dass Konami sich zusätzlich auf die Fahne geschrieben hat, die Läden noch mehr zu unterstützen in schwierigen Zeiten, wo halt viele Läden für eine lange Zeit schließen mussten und dadurch mit erheblichen Umsatzeinbußen sich kaum über Wasser halten konnten, denn sie konnten halt ihre eigentlichen OTS-Turniere, die sie ja sonst eigentlich immer machen, nicht wirklich stattfinden lassen. Das Thema Lost Art Promotion haben wir ja bereits mal in unserem OCG-TCG-Video kurz thematisiert. Falls ihr allgemein ein Video rund um Zensur, welche mit dieser Promotion Hand in Hand geht, sehen wollt, dann kennt ihr den Drill. 1000 Likes und wir werden es tun. Nun aber zurück zum Thema, damit wir es vertiefen können. Mir geht es heute eher darum, wie die Lost Art Promotion an sich funktioniert. Ihr bekommt bei der Lost Art Promotion die Möglichkeit, eine Yu-Gi-Oh! Karte statt mit dem TCG-Artwork mit einem OCG-Artwork zu bekommen. Und keine Sorge, es ist definitiv ein Unterschied zu den TCG-Karten immer zu erkennen. Manchmal subtiler und manchmal offensichtlicher. Kommt halt auf den Grad der Zensur der Karten selbst an. Was muss ich dafür tun? Erstmal in einen lokalen Kartenladen gehen. Und damit meine ich nicht euren Supermarkt, Spielekette oder Technikladen. Es geht um OTS-Stores, also die Läden, die auch Turniere veranstalten. Auch bekannt unter dem Begriff Locals. Ich habe das Gefühl, dass wir zu dem Thema auch demnächst mal ein Video machen werden. Ich fühle es. Soweit ich weiß, muss es ein lokaler OTS-Store sein und die Karten dürfen auch nicht online mitverkauft werden von den Stores selber, da diese für die Promotion gedacht sind. Sollte ich diesbezüglich falsch liegen, denn ich war nicht in jedem Laden auf der Welt, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren wissen lassen und vielleicht kriminelle Aktivitäten aufdecken. Das Vorgehen bei der Lost Art Promotion ist relativ simpel. Ihr kauft bei eurem lokalen OTS-Store Yu-Gi-Oh! Produkte. Für jeden 10. Euro, den ihr ausgebt, könnt ihr Punkte sammeln. Diese Punkte werden in einem kleinen Heftchen festgehalten. Dort kommt auch noch der Name und eure Turnier-ID mit drauf. Die ID könnt ihr übrigens bei euren Locals kostenlos mitbekommen. Mit der könnt ihr auch künftig auf Turnieren teilnehmen. Aber das wisst ihr ja bereits. Sobald ihr 3 Punkte erreicht, könnt ihr diese 3 Punkte bei euren Locals einlösen, um euch eine Lost Art Promotion im Laden zu sichern. Dabei ist es nicht so wichtig, wo und in welchem Laden ihr die Punkte gesammelt habt. Wichtig ist nur, wenn ihr sie einlöst in einem Laden, dann habt ihr auch nur die Karten zur Auswahl, die der Laden momentan vorrätig hat. Die gibt es oftmals halt nur so lange, der Vorrat reicht. Nachlieferungen zu den Promos von Konamis Seite aus gibt es leider nicht immer. Manchmal aber schon. Das heißt, bei sehr begehrten Karten muss man dann auch mal schnell sein. Wie jetzt genau ein Kartenladen das Punktesammeln genau umsetzt, ist dabei jedem Laden ein bisschen selbst überlassen. Daher kann es sein, dass es in eurem Laden diesbezüglich vielleicht ein wenig anders aussieht. Zum Beispiel können die Ladenbesitzer Einkaufsmengen limitieren. Oder wie viele Promos man pro Tag oder so mitnehmen kann. Das obliegt jedem Ladenbesitzer selbst, Regeln aufzustellen. Das Gute aber an der Aktion ist, es ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Die Spieler werden dazu animiert, ihre lokalen Kartenläden über den Produktkauf zu unterstützen und somit eine solide Verkaufsmöglichkeit für die Läden zu schaffen. Und die Spieler bekommen dafür noch gratis eine besondere Karte obendrauf, die man in diesen Artworks so nicht in anderen TCG-Produkten bekommt. Dankeschön! Bitteschön.